wieder so weit? Ach du Kacke. 2 Wochen noch bis zum 1. März. Friseure, macht bitte schneller. Das macht's einfach nicht besser. Moin, ihr Tricks, und willkommen zu einer neuen Folge. Willkommen zu Folge 43 von Frag Mr. Tricks XL, die wahrscheinlich am meisten erwartete und höchst antizipierte Folge ever. Beantworten wir mal wieder eure Fragen. Und woher kommt dieser ganze Staub auf meinem Hoodie? Schreibt mir eure Theorien in die Kommentare. Kommt jetzt zu eurer ersten Frage. Kannst du ein bisschen Pen spinning? Klar. Okay, vielleicht eher nein. Mag Weide Bäume? Gute Frage. Fragen wir mal Pocahontas. Ist das meine Pocahontas? Großmutter Weide, ich muss mit dir sprechen. Guten Morgen, Kind. Guten Morgen, Kind. Kein Zaubertrick, nur mit einer Hand. Auch kein Covern mit der anderen. Das finde ich ist eine sehr spannende Challenge. Riecht ihr das? Ist das etwa ein... Matti, macht was! Okay. Hörst du das auch? Matti 2.0 singt gerade den Levant Polka. Was? Aber dieser Text hat keinen Sinn. Ich kann kein Finish, denn ich bin kein Finne. Ich sing einfach irgendeinen Müll, den ich nicht mal wirklich richtig reimen will. Der Gag für die Folge funktioniert. Das hat jetzt auch der letzte Tracer kapiert. Aber eine Sache wollte ich noch kontrollieren. Habt ihr meinen Channel eigentlich schon abonniert? Warum steht Pino auf einmal neben dir? Hey, tut sie doch gar nicht. Kannst du mit Kartendecks jonglieren? Ach ja, ich kann ja gar nicht jonglieren. Ich habe Gerüchte gehört, dass der Brokkoli wieder da ist. Stimmt das? Nein. Ich glaube, das war Frag Mr. Trixel Folge 18 oder 19. Da habe ich eindeutig mit einem Maschinengewehr ihn kaputt geschossen. Er kann nicht überlebt haben. Also, lasst ihn bitte in Frieden ruhen. Der Brokkoli ist tot. Was war der Control, für den du am längsten gebraucht hast, bis du sie konntest? Der Control, bis ich sie konnte. Wer ist sie? Bist du mit sie gemeint? Eine Stoffmaske? Nein. Bist du mit sie gemeint? Die Münze? Nein. Okay, die Control, für die ich am längsten gebraucht habe, würde ich sagen Classic Pass, weil ich den bis heute noch nicht gut kann. Perfection. 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 Der Zuschauer nimmt eine Karte, zum Beispiel die. Ja, kann man sich merken? Alles klar. Komm zurück ins Kartenspiel. Und da ist er. Ja, man sieht ihn. Ich kann keinen unsichtbaren Classic Pass. Es tut mir leid. Aber das, wo ich wirklich ewig gebraucht habe, um es dann auch irgendwann zu meistern, würde ich tatsächlich sagen, der Clip Shift. Der Clip Shift ist eigentlich ein Color Change, mit dem du eine Karte in eine andere verwandeln kannst. Aber du kannst ihn auch als Control benutzen. Zum Beispiel sagt der Zuschauer bei einer Karte Stopp. Beispielsweise bei der hier. Nicht vergessen, okay, die kommt zurück ins Kartenspiel. Und jetzt befindet sie sich schon oben mit Hilfe des Clip Shifts. Finde ich, ist eine sehr coole Sache. Und da hat es einfach geholfen. Üben bis zum Kotzen. Und irgendwann klappt es einfach. Ich weiß auch nicht. Bisschen variiert. Mit der Fingerposition, mit dem Druck und so weiter und irgendwann klappt's einfach. Ist Matti 2.0 immer noch unter deinem Schreibtisch? Wie immer noch? War er das jemals? Was wäre, wenn Hai von einem Dämon besessen wäre? Yo, Bro, wann liegen wir eigentlich die Somnium Prestige Half Bricks? Ja, willst du mir vielleicht mal antworten, oder? Hast du Hai kennengelernt? Godzilla versuchte diesen Text zu lesen, bekam einen Schlaganfall und starb. Das ist schon die Antwort auf die Frage, ich wollte es nur visualisieren. Es war halt so, ey, oh Bro, ich bin der Hai, hast du Bock irgendwie zusammen was zu starten? Warum eigentlich nicht? Bedeutet das, wir sind jetzt beste Freunde? Yep. Warum machst du mich eigentlich immer nach, als wäre ich so ein Türke? Beschreibe dein Leben mit einem Wort. Hilfe. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fand dich früher irgendwie besser. Ja, über das Thema haben wir ja sehr ausführlich in den letzten Videos gesprochen, aber genau so ein formuliertes Feedback, ich weiß nicht, was es ist, früher warst du besser, ohne auch nur ansatzweise konkrete Hinweise zu geben. Aus dieser Kritik kann ich nicht wachsen, ich kann daraus nicht lernen, weil ich weiß nicht, was euch stört, was ich verbessern soll. Deswegen bin ich euch sehr dankbar, dass ihr ausführlich mir kommentiert habt, was euch so gestört habt. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Genau deswegen kommt ja auch überhaupt dieses Video genau heute online, ne?
Warum denn? Fragt Mr. Trixel-Fragen nur noch per Insta gesucht und nicht YouTube. Tatsächlich war es so, ich habe über die letzten 2 Jahre ein bisschen umstrukturiert. Denn ursprünglich war es immer so, wenn ich neue Fragen für eine neue Folge gesucht habe, habe ich einfach unter die letzte Folge in die YouTube-Kommentare geguckt. Und da war immer reichlich Material, damit ich daraus neue Folgen machen konnte. Jetzt ist es so, ich gucke in die Kommentare unter einem Frag Mr. Trixel und da ist nichts dabei, woraus ich irgendwas machen kann. 90% der Kommentare sind dann immer: Mach mal einen Zibbelcut, während du auf einem Bein stehst und dabei rumhüpfst. Das ist nichts Unterhaltsames, woraus ich irgendwie was Cooles machen kann. Es ist viel zu konkret. Die viel besseren Fragen für Frag Mr. Trixel sind ganz allgemein formulierte Sachen, wo ihr viel Spielraum dafür lasst, dass ich einen kreativen Sketch daraus machen kann. Eine Frage wie: Wie haben Hai und du euch kennengelernt? Oder was wäre, wenn Hai ein Dämon wäre? Bei solchen Fragen kann ich viel freier entscheiden, was mache ich daraus. Aber wenn ihr ganz spezifisch vorgebt, was ich machen soll, dann ist das keine Frage, aus der ich was machen kann. Ich hampel einfach nur rum, so wie ihr euch das in den Kommentaren wünscht. Und das macht nicht so viel Spaß. Deswegen mache ich es mittlerweile hauptsächlich so, dass ich auf Instagram euch bitte: Ey, stellt mir kreative Fragen, die mir Offenheit lassen, wo ich was machen kann draus. Und dann sendet ihr die ein auf Abruf sozusagen. Wir können es nochmal probieren. Schreibt gerne unter diesem Video in die YouTube-Kommentare ein paar coole Fragen, aus denen ich was machen kann für die nächste Folge. Gerne. Hast du einen Plan B? Nein, niemals. Ich zitiere da gerne Arnold Schwarzenegger, denn Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt: Listen to me, I need your boots, I'll be back. Das war, glaube ich, die traurigste. Das mit dem Imitieren lasse ich, Tobi. Nein, Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt: Hochseilartisten performen 20 Millionen Mal besser und konzentrierter, wenn es kein Sicherheitsnetz gibt, das sie auffängt. Dann sitzt wirklich jeder Step on point. Was will ich damit sagen? Wenn du einen Plan B hast und dir immer in deinem Hinterkopf sagst: Ey, wenn das nicht klappt, mache ich das. Wenn das nicht klappt, mache ich das. Dann fokussierst du dich nicht auf deinen Plan A, sondern ruhst dich immer auf deinen Plan B aus. Ich will damit nicht sagen, geht dumm durchs Leben. Ich habe trotzdem Abi gemacht, ich habe trotzdem studiert. Ja, ich habe was Sicheres theoretisch in der Hinterhand, aber da kacke ich drauf. Das will ich niemals wieder anfassen, weil ich mich voll und ganz auf mein Ding konzentriere. Ich sag mir nicht: Ey, wenn das nicht klappt, werde ich Lebensmittelchemiker. So habe ich früher gedacht, das war völlig dumm. Ich habe letztens ein ganz altes Interview gefunden, das ich mal gegeben habe. Da habe ich genau das gesagt. Ne, never ever, Alter. Wie hast du den Corona-Typen wieder aus deiner Wohnung bekommen? Oh, das war ganz einfach eigentlich. Lieblingsoberteil in deinem Kleiderschrank? Generell eigentlich alles an Somnium, das hat für mich alles genau den gleichen emotionalen Wert, aber am allermeisten gefallen mir der Nocturne und der Shadow Hoodie auf Oldschool-Basis. Beste. Kann Pino einen Coin wenn ich performe? Achtung, Pino. Da-da! Sieht man einfach komplett. Oha. Oha. Sie ist so, boah, schwarze Magie. Hast du mal gekifft? Wenn ja, wie war es für dich? Lalalala, ich liebe es, viel zu langsam und viel zu euphorisch durch mein Zimmer zu laufen. Oh, was ist denn das? Ein Joint? Nee, keine Ahnung, hab noch nie gekifft. Ich weiß leider nicht, wie das ist, keine Ahnung. Und ich habe auch nicht so mega das Interesse dran, das rauszufinden. Keine Macht den Drogen! Gott, haben wir den Bildungsauftrag für heute auch wieder erfüllt. Wie alt ist dein Hund? Pino, wie alt bist du? Blinzen einmal für jedes Jahr. Das stimmt doch nicht. Aha. Ja, Pino ist 1 Jahr alt. Und die sieht so traurig aus, weil die es überhaupt nicht mag, auf dem Arm zu sein. Du bist kein Schoßhund, ne? Magst es lieber, Leute zu jagen, ne? Und Kabel anzuknabbern. Genau. Deine beste Benjilette-Parodie. Also wie gesagt, das Stimmenimitieren überlasse ich eigentlich lieber dem Tobi, aber... Well, we think you forced the card. You forced it really well, but... Well, I think Teller here, he knows exactly how it's done. Es wurde einfach immer schlimmer und schlimmer. Okay, Kamera wieder auf Augenhöhe. Ich wollte nur darstellen, wie groß der Typ ist. Hast du immer noch ein Somnium-Tattoo? Klar. Put your head on my shoulder. Wer ist da neben dir, der für einen Nutella Kakao bringt? Hello there. General Kenobi. Warum steht auf vielen Kartendecks noch Made by USPCC, obwohl Kata Mundi die gekauft hat? Na, nur weil Kata Mundi die jetzt gekauft hat, heißt das nicht, dass es die USPCC nicht mehr gibt. Du musst dir das so vorstellen, die haben im Prinzip den Besitzer gewechselt. Das war's. Der, der sich am Ende den Gewinn in die Tasche steckt, ist einfach ein anderer. Die Firma ist noch genau die gleiche. Nestle hat zum Beispiel deinen allerliebsten Eistee gekauft. Dein allerliebster Eistee heißt noch genauso, wird genau nach derselben Prozedur hergestellt, schmeckt noch genauso, nur dass am Ende Nestle sich das Geld in die Tasche steckt und nicht mehr die kleine Firma, die damit mal angefangen hat. So kannst du es dir vorstellen. Stellst du den PC auf den Schreibtisch oder darunter? Darunter, damit er nicht abstürzen kann.
Ja, aber ich habe tatsächlich wirklich so ein kleines Zweierregal auf dem Boden stehen als Podest. Darauf steht der PC, darauf steht mein Verstärker für die Boxen und unten in diesem Regalpodest habe ich auch noch Lagerplatz. Für Kartendecks, versteht sich. Wie geskillt bist du schon bei der Mentalmagie? Och, das kann ich euch gerne demonstrieren. Ich mache das mal ganz Corona-konform. Ich habe hier meinen guten Kollegen Matti 2.0 per Videoanruf mit dabei. Der hilft mir dabei. Du hast noch eine Zahl im Kopf? Irgendeine Zahl? Ja. Zwischen 1 und 5.000. 4.280. Das ist richtig, woher weißt du das? Du weißt noch, wie wir entstanden sind? Ja, du bist in der Zeit zurückge... Warte, ich bin verwirrt von den Timelines. Bist du ich oder bin... Nee. Tja. Ach so, ja, okay. Du erinnerst dich, Zeitreise, du warst mal ich war mal du, irgendwie so? Mann, das war gecheatet, das zählt nicht. Okay. Wer macht den Somnium Insta-Account? Tatsächlich nach wie vor Hai und ich selbst. Also Hai ist immer so ein bisschen zuständig für Bildauswahl, Bildbearbeitung. Ich schreibe die Texte meistens und ja, also wir machen das im Prinzip zu zweit. Wie läuft's eigentlich mit deinem Training? Uff, Alter, frag nicht, ey. Es regt mich so auf, ich hatte jetzt wirklich eine lange Krankheitsphase. Erst hatte ich 2 Wochen lang, die ich nicht trainieren konnte, weil mein Fuß kaputt war. Hab meine Couch nämlich auf meinen Fuß fallen lassen. Autsch. Dann war das endlich heile. Ich war einfach eine Woche krank. Perfekt. Dann war ich endlich gesund. Knie einfach kaputt. Ich kann wieder nicht laufen. Perfection. Dann ist das Knie endlich heile. Ich habe einen Hexenschuss. Kann mich einfach nicht bücken. Ich war wirklich einfach 3 Tage lang so. Weiter runter kam ich nicht, das war's. Jetzt ist das langsam wieder fit. Jetzt hatte ich 2 Tage lang links irgendwie so eine gefühlte Sehnenscheidenentzündung im Handgelenk. Keine Ahnung, ey, es regt auf. Ich will einfach laufen gehen, Krafttraining, bam, bam, einfach weiter die Kilos purzeln lassen. Aber ich bin jetzt wirklich seit mittlerweile, glaube ich, irgendwie 6 bis 8 Wochen voll aus dem Training raus. Zwischendurch konnte ich zwar ein paar Trainingseinheiten machen, vorsichtig, aber ja, das ist halt nix Halbes und nix Ganzes irgendwie. Das frustriert mich und ich hoffe, dass ich jetzt einfach wieder Gas geben kann. Achtung, duck dich! Von links kommt was. Hä, da ist doch überhaupt nichts. Ah, mein links. Hängt dann die E-Gitarre im Hintergrund? Bist du eine E-Gitarre? Nein, ich glaub nicht. Ha. Wie wirkt sich der Lockdown aktuell auf deinen Alltag aus? Ey, Bro, ich hab frei. Wollen wir mal wieder was zusammen starten, Mann? Jo, klar, voll gerne, ey. Covid-19 breitet sich weltweit immer stärker aus. Zur Eindämmung der Corona-Epidemie hat Deutschland das Stellbuchzentrum geöffnet. Nur hier in Europa ist mittlerweile Impfgefahr der Corona-Tropfen dennoch rasant an. Wann kommt mal wieder ein Video mit Piccola Marina? Gute Idee eigentlich. Wollen wir mal wieder was zusammen starten, Mann? Jo, klar, voll gerne, ey. Covid-19 breitet sich weltweit immer stärker aus. Die Ecke brennt. Da ist es 90 Grad. Okay, Google. Wie heiß ist Feuer? Eine Kerzenflamme erreicht an ihrem heißesten Punkt bis zu 1400 Grad Celsius. Wahrscheinlich brennt die Ecke bei 90 Grad. Warum keine Kartestreet-Tutorials mehr? Ganz einfach. Ich kann nix. Also jetzt mal Real Talk. Ich hab nix, was ich euch gerade beibringen kann. Ich hab euch ein paar Basics beigebracht, aber viel mehr kann ich auch nicht. Alles, was ich sonst so an Flourishes kann, sind nicht selbst erfundene Sachen. Das sind irgendwelche Moves, wofür man Geld bezahlen muss, die zu lernen, weil jemand sie verkauft. Dann kaufe ich doch nicht das Tutorial, übe das ein und gebe es dann kostenlos weiter. Nee. Wo hast du das Lied One More Light hochgeladen? Das ist doch noch gar nicht fertig. Ihr kriegt das mit, wenn's fertig ist. Dann gibt's ein YouTube-Video dazu. Verrate eine Gaff-Karte der Joy Edition. Boah, würde ich voll gerne. Aber wir haben doch keine. Wissen Hai und ich selbst noch nicht. Okay, und ich sehe gerade, das war dann auch sogar schon die letzte Frage. Dankeschön, dass ihr euch die heutige Folge angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein würdiges Comeback. Lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Bei 100.000 Likes erkläre ich euch, wie ihr aus 2 Münzen ganz einfach eine Münze machen könnt. Easy Basis schaffen wir locker. Eure Fragen jetzt unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns, euer Matti und ciao. We think you forced the guard. We don't think you forced the card. We think it was a pretty free choice. Nee, das ist nicht richtig. Ach, keine Ahnung, eins davon wird schon passen. Nee, doch mal richtig. We don't think you forced the card. Guten Morgen, Kind.